Die Hoffnung kehrt zurück bei den Märkten, zumindest mal beim amerikanischen Markt. Ich habe mal das positivere Bild. Hier nehme ich den Dow Jones hier auf den Plan gerufen, weil ich gedacht habe, endlich mal wieder was Schönes. Wir sehen einen deutlichen Anstieg hier aktuell. Was der Markt hier gezeigt hat, ist bis jetzt zumindest mal sehr, sehr verheißungsvoll. Wir sehen also, dass der Markt durchaus in der Lage und willens ist, wieder ein bisschen der Sache entgegenzuwirken, also dem sehr schweren oder sehr schwachen Bild, muss man sagen, hier entgegenzutreten. Also der Index, der Dow Jones, ganz guten Mutes. Das Ganze sieht nicht ganz so toll aus, aber nicht wirklich schlecht. Naja, nicht ganz so toll, das muss man mal sehen. Beim Future, also wenn man den Nachthandel mitnimmt, da ist es nicht nur eine Bewegung, sondern eine untergliederte. Aber solange wir Zwischentiefs nicht durchstoßen, das könnten zum Beispiel so eine Marke sein, ist ja alles in Ordnung. Tatsächlich also steile Flanken nach unten und im Moment zumindest mal auch wieder steile Flanken nach oben. Insofern scheint die Welt wieder einigermaßen in Ordnung zu sein und möglicherweise doch der nächste deutliche Anstieg immer noch realistisch. Und wenn wir das Ganze mal hier so ein bisschen in Relation nehmen, dazu einfach mal messen, wie weit war denn der Rücksetzer, den wir bisher jetzt hier gesehen haben, und wir das mal hier so vergleichen mit vorangegangenen Rücksetzern, der war sogar noch etwas größer. Wir sehen also, dass die grüne Linie hier von dem Rücksetzer im September unterschritten wurde. Wir sehen dieser hier, der war ein bisschen kleiner. Also wir sehen, wir sind da noch voll im normalen Ausmaß, wenn wir uns das angucken. Also insofern könnte ich mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier einen Rücksetzer haben, der, wenn er denn schon tatsächlich zu Ende ist, das ist nicht ganz sicher, aber ich sage mal ganz grob, vielleicht irgendwie so einem Muster entsprechend folgt und wenn wir hier die letzten Zwischenhochmarken durchstoßen, sogar noch mal Chancen hat für weiter steigende Kurse. Denn es muss noch nicht wirklich zu Ende sein. Bis 30.000, haben wir öfter schon mal gesagt, haben wir mit Sicherheit Platz und Chancen, dass der Kurs hier auch sinnvollerweise laufen kann. Dazu idealerweise im großen Bild zumindest mal sollten wir hier diese Zwischenhochmarken durchstoßen. Das wäre zumindest mal ein Klassiker. Dann hätten wir zumindest ein Anzeichen dafür, dass der Wille der Käufer immer noch da ist und vielleicht nicht ganz so schwach hier der Markt ist und vor allen Dingen bleibt. Allerdings, wie gesagt, dafür müsste der Kurs auch mal so ein Zwischenhoch reißen. Wir haben das hier im kleinen Bild so halbwegs zumindest mal, wenn wir uns das hier so angucken und dementsprechend ja hier schon so Zwischenhochs gehabt. Ich nehme es nochmal raus, dann kann man das sehen. Also wir sehen, es ist wechselseitig. Das Ganze triggert sich das nach oben, gibt es eine Long-Position, triggert sich durch das letzte Tief jetzt nach unten, gibt es wieder eine Short-Position, also Short quasi unterhalb, Long wäre hier drüber gewesen, das ist natürlich schon Geschichte, aber ist für uns jetzt, selbst wenn man es verpasst hat, zumindest mal ein Hinweisgeber, hey, das funktioniert alles noch in den ganz normalen Bahnen, wie wir das typischerweise eben auch gewohnt sind. Also Chancen auf weiter steigende Kurse, jetzt dementsprechend aufpassen, wenn die Aufwärtsrichtung mit schwachen Abwärtsbewegungen geschmückt wird, so ähnlich wie wir das hier auch hatten, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Dann gibt es auch mal vielleicht wieder einen etwas größeren Rücksetzer, irgendwie sowas in der Richtung. Aber das wären alles so typische Bilder, die eigentlich das vermuten lassen, was wir so gerne eigentlich haben. Wenn allerdings der Kurs dann tatsächlich das nicht schafft, sondern jetzt im Laufe des Nachmittages dann doch wieder nach unten wegdreht hier und das auch noch einigermaßen steil, also so ähnlich wie wir das hier haben, dann wären hier so auf diesen Niveaus, dieses letzte Zwischentief, sicherlich eine große Gefahr da, dass das Ganze doch sich wie eine Eintagsfliege dann entwickelt und dann weiter Schwung nach unten aufnimmt. Vergleichen wir das mal mit den anderen amerikanischen Indizes, dann stellen wir fest, das Bild ist im Wesentlichen gleich. Wir müssen also hier gar nicht eine unterschiedliche Herangehensweise hier starten. Also wir können davon ausgehen, dass das mehr oder weniger auf ein gleiches Bild führt. Auch hier das Ausmaß, was einem jetzt vielleicht sehr viel vorkam. Ich kann mich erinnern, ich habe mit vielen Tradern auch gesprochen, gerade auch privaten Tradern jetzt so vor dem Wochenende. Oh je, das ist alles so Drama und sonst irgendwas, wenn wir ehrlich sind. Nein, das ist nichts anderes, als was wir hier hatten. Und nachher ist der Kurs weiter gestiegen. Es ist keine Garantie, dass er das jetzt tut, aber wir haben ja unsere klassischen Sichtweisen, wie wir eben sagen können, hey, an welchen Stellen wir jetzt Long oder Short gehen, daran ändert sich ja mehr oder weniger nichts. Das ist ja eigentlich immer wieder das Gleiche. Nochmal ein Blick auf den Nasdaq, ähnlich steil aktuell, der ist sogar nochmal beschleunigt im Gegensatz zu dem, was wir hier vorne hatten. Aber wenn wir ehrlich sind, das Bild mehr oder weniger das Gleiche. So, und jetzt der DAX. Das ist jetzt der Index und da sehen wir, er ist im Verhältnis noch ganz schön verhalten. Also wenn wir hier das 15-Minuten-Bild angucken, jetzt zumindest mal jetzt am Nachmittag, zieht er mit den Amerikanern mit. Bislang ist das aber tatsächlich sehr, sehr dezent, was wir hier sehen und sieht sehr, sehr korrektiv aus. Aber auch hier gilt, solange wir nicht die alten Zwischentiefs nach unten durchstoßen,
ist ja überhaupt nicht gesagt, dass die Abwärtsseite sich fortsetzt. Das ist ja schon fast logisch. Na gut, wenn wir tief durchstoßen, ja, dann ist es abwärts. Ja, logisch. Aber das zeigt eben, wenn wir das aus so einer Korrekturphase machen, dass wir eben einfach noch nicht in der Stärke sind, jetzt hier auf die Long-Seite zu wechseln. Und genauso gilt natürlich auch hier, wenn er dann tatsächlich sich entfernt von dieser Korrekturzone und stark nach oben, schwach nach unten zeigt, dann ist es eben genau wieder das gleiche Bild, was es dann eben bestätigt und eben tatsächlich noch die Möglichkeit eben gibt, dass wir nicht nur diese Zone hier nochmal überschreiten, sondern vielleicht tatsächlich die 14.000 plus X hier, die 14.100er Zone hier erreichen. Ich würde meine Hand noch nicht dafür ins Feuer legen, also jetzt hier pauschal einfach long zu gehen fürs große Bild und zu sagen, ah, das klappt bestimmt noch, ja, kann man machen, aber ist aus meiner Sicht nicht besonders clever. Insgesamt sehen wir, dass die Aufwärtsrichtung jetzt nicht mehr diese Dynamik hat wie hier vorne, sondern dass die Aufwärtsrichtung hier doch sehr, sehr korrektiv aussieht mit Überschneidung, Stichwort Ending der Jürgener. Und das ist eigentlich ein Hinweis für das Auslaufen einer Trendbewegung, wenn sowas zu sehen ist. Es ist nicht immer zu sehen. Nicht, dass man sagt, okay, das muss aber jetzt passieren, das war aber nicht immer. Tatsächlich, das ist ganz oft auch nicht. Aber wenn es mal da ist, ist es ja nun mal mehr als ein deutliches Zeichen, dass diese Schwungphasen vorbei sind. Und damit müssen wir beim DAX entsprechend rechnen. So, dementsprechend also gemischtes Bild, Tendenz aktuell positiv, aber der Markt muss es auch eigentlich beweisen. Ich würde zumindest, wenn man schon nicht short geht, dann auf der Unterseite dann wenigstens Stops, vorläufige Stops erstmal machen, notfalls halt wieder reingehen, aber es ist halt eine sehr, sehr kritische Phase jetzt, die wir aktuell haben. Durch diese Widerstandsmarken, die wir hier haben, einige argumentieren, ja, die Virussituation, die ist ja auch ebenfalls, klar, das gibt eine Menge zusätzlicher Unsicherheit. Und da jetzt dann einfach oh, hau drauf zu machen, ist, glaube ich, nicht das Cleverste, was man tun kann. Gucken wir einen Blick nochmal auf Gold. Dann sehen wir, Gold wackelt sich so halbwegs nach oben. So richtig begeistert bin ich aus Long-Sicht nicht davon, denn wir sind auch hier stark überschneidend. Wir sind allerdings relativ weit hochgelaufen. Ich kann das mal mit den Fibonaccis hier nochmal dagegen halten, einfach, dass man so ein bisschen das mal in Relation sieht, wie weit der Kurs gelaufen ist. Also das wäre eine Möglichkeit. Da wären wir noch nicht mal über die 78er-Marke. Hier wären wir jetzt sogar auch noch nicht dran. Das ist immer so das Letzte, was ich noch erlaube, um nachher noch die Short-Richtung zu fahren. Wenn dem alles so ist, dann wäre ein typischer, einer meiner dieser logischer Einstiege, letzte hoch, vorletzte hoch, das als Zwischentief. Oder man guckt halt hier im Kleinen, ob man hier die Schubrichtung und was Wackeliges hochbekommt, um auf einer kleineren Ebene unterwegs zu sein. Für den, der das nicht kann, nicht will, der kann natürlich sagen, hey, das ist ein letztes Zwischentief, wir sind wackelig nach oben. Es hat alles, was eine Korrektivbewegung braucht. Diese Kursüberschneidung, die relativ flache Bewegung. Und wir hätten ja auch, wenn ich das hier vielleicht ein bisschen anpassen muss, eine realistische Chance, dass sich die Abwärtsbewegung ebenfalls nochmal fortsetzt. Also ich halte das für mehr als gültig, dass wir nochmal in diese Zone eben reinlaufen. Und das wäre überhaupt kein Nachteil für die bullische Seite in diesem Bild jetzt. Denn auch dann hätten wir immer noch die Chance, dass das einfach der Schub ist und jetzt hier eine ABC runter und dann nochmal hochkommt. Das ist kein Versprechen, dass es tatsächlich nochmal hochkommt. Aber bis hierhin wissen wir das tatsächlich noch nicht. Dann wird das eigentlich erst entschieden, ob wir hier weiter nach oben nochmal vorstürmen oder ob das Bild tatsächlich jetzt schon zu Ende ist, wofür auch ebenfalls einige spricht. Aber das soll ein andermal erzählt werden. So, in diesem Sinne erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, toi 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 und bis zum nächsten Mal.